Ja, Kapitel 5 mit Verspätungen ist zu rechnen. Ein bisschen verspätet sind wir nämlich auch in Dead Space 3. Ein paar Tage Pause, jetzt bin ich wieder da. Jetzt gibt's wieder Folgen. Ich für euch mit der Facecam gruseln ganz durch. Was heißt gruseln? So gruselig war es eigentlich nicht bisher. Bisschen Ernüchterung ist jetzt schon eingetreten, aber das war ja schon im Vorfeld so alles. Wurde ja schon unglaublich gemeckert und die Kritiken sind teilweise verheerend. Andere finden es gut. Ich finde es nicht schlecht bisher. Ich finde es bloß noch nicht so Hammer. Ich meine, nach dem arg bemüht actionreichen Anfang war ich nicht so doll. Jetzt ist es wieder richtig schön Dead Space. Gefällt mir wieder. Ist nur irgendwie auch nichts Neues, ne? Man kennt das schon und man ist ein bisschen abgehärtet. Fehlt mir so ein bisschen das et gewisse Etwas. So richtig erschrecken tut's einen nicht. Wir können einen neuen Anzug ausführen. Ich weiß ja nicht, was das immer bringt. Und das ist auch so eine Sache, die würde mir mal gefallen, wenn man hier mal eine Info bekäme. Okay. So, wir können auch nochmal Stase irgendwas erhöhen hier. Dauer. Okay, dazu fehlt uns noch ein bisschen was. Aber wir könnten uns ja mal einen Anzug holen. Jetzt müssen wir ja nicht mehr so rumfliegen. Nehmen wir den. Schreibt mir übrigens in die Kommentare, wie ihr Dead Space 3 so findet, ob euch das total nervt oder ganz gut tut, dieser Sinneswandel. Woher, ich finde es halt bisher noch gar nicht so actionlastig. Das soll ja noch kommen. Und vor allem, welcher Teil euch am meisten gefallen hat. Mir ist es der zweite und deswegen dachte ich, das kann doch nicht einfach so schlecht werden als im dritten, weil der zweite war ja auch super. So, nehmen wir mal einen zweiten Stock. So, was haben wir denn hier? Eine Art Brücke. Achtung, Energiereserven sind auf Standby. Frachtfunktionen sind offline. Schiffsrekorder ein. Alle bereithalten für Drosselung. Okay, Edwards, es kann losgehen. Verstanden, Bell. Auf der Brücke heißt das für dich immer noch Commander. Haben wir hier gefunden, so ein Artefakt? Klar, Schätzchen. Retroschub aktiviert. Wow, ruhig, Brauner. Ja, müssen wir jetzt nicht unbedingt nachlesen. Also, falls es euch interessiert, ihr könnt ja auf Pause drücken. So. Inventar ist was ein Blödsinn, ey. Also, eine Upgrade-Platine brauchen wir unbedingt. Entfernen wir mal den Munitionsclip. Yeah, plus 1 Feuerrate. Müssen wir aber bestimmt noch einbauen, ja. Müssen wir bestimmt machen. Das ist jetzt nicht automatisch drin. Und ein Textlog.
Ach ja, ich bin jetzt ein bisschen raus aus der Sache. Ich weiß gar nicht, was wir überhaupt machen müssen, die Bahnstadt zu finden. Genau, wir müssen nämlich hier uns transportieren lassen. Das ist ein riesiges Schiff, an dem wir hier sind. Ah, das kennt man noch aus dem Vorgänger. Das war furchtbar. Ja, und das musste man manchmal machen, während zig Gegner da im Herr waren. Ja, und ich versag jetzt schon beim ersten Mal. Das sollte natürlich nicht passieren. Das kenne ich wenigstens, wie es funktioniert. So, eins. Zwei. Drei. Doch. Isaac hier. Sieht aus, als wäre unser Shuttle hinten im Schiff. Ich aktualisiere jetzt unsere Ortungssender. Ich will nur hören, dass es uns zum nächsten Raumfahrtweg bringt. Wenn wir es wieder flott kriegen. Laut Diagnoseprogramm ist es ein Schrotthaufen. Wir kriegen es doch wieder flott, oder? Überall um uns herum sind Ersatzteile. Ich bringe die Kiste zum Fliegen. Na klar. Das kriegen wir hin. So, das hier sieht ja schon wieder unheimlich aus. Gehen wir mal durch den Gang hier. Puh. Inventar ist voll. Ja, deine Mutter ist voll. Ja, das kann man. Alter! Was für ein Scheiß, ey. Also mal ehrlich, ich find's ja auch bisher noch nicht so großartig, das Spiel, aber auch gerade jetzt hier, dieser Level, das gefällt mir schon. Also das nee, finde ich gut gemacht. Das ist schon wie Dead Space 1. Links oder rechts? Links. Ah. Da haben wir schon was. Wieder so ein Hundevieh. Ah. Wir hätten das Ding gar nicht drauf schießen sollen, sondern, ne, ihr wisst schon, per Chinese natürlich bewegen können. Alte Dead Space Token. Ich habe Angst, dass irgendwas von hinten kommt. Das passiert nämlich gerne mal in Dead Space. Wir können immer noch nichts aufsammeln, dabei bräuchte ich jetzt mal Muni. Ah! Boah! Scheiße! Keine Muni mehr! Nix, gar nichts! Scheiße! Scheiße, scheiße, scheiße. Runter da. Da hilft nur die Flucht. Was ist das denn? Wow. Ein alter Superbord. Könnte noch nützlich sein. Mhm. Das habe ich gehört, damit kann man Rohstoffe finden, um sein Anzug halt so abzugraden oder die Waffen. Wir sind jetzt natürlich den Viechern da oben entkommen, durch die Leiter. Muss man in Dead Space immer wieder mal machen. Die Flucht ergreifen. Ich denke, in solchen Momenten kommt das die Atmosphäre aber auch ganz gut rüber. Nämlich so ein bisschen Panik. Hatte ich jetzt nicht, aber... Ah, hier war was.
Hier stellen wir den mal hin. Und jetzt soll der irgendwie automatisch was finden. Und für uns dann auch, glaube ich, in die Werkbank bringen, dass wir das gar nicht erst abholen müssen. Genau, bringen sie zur Bank, stand auch gerade. Jetzt haben wir aber auch wieder einen Platz im Inventar, um solche Clips aufzusammeln. Wäre auch echt mal gut, wenn die Muni... Ach du Scheiße. Jetzt habe ich nämlich nicht. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Nee. Munition, Leute. Ich brauch Muni. Ich brauch Muni. Die Leiter hoch. Ah, nee. Scheiße. Ja, das jetzt war's vorbei. Ich habe mich aber beschwert, dass das Gefühl viel zu selten vorhanden ist, dass man da keine Muni hat und so. Aber jetzt ist es tatsächlich erstmals so, dass wir nichts haben, außer da oben ist ja eine Kiste. Oh, endlich, endlich, Leute. Das wurde ja mal Zeit. Das ist sogar noch eine. Oh, da ist noch eine. Ja, immer her damit. Da ist noch eine ganze Menge oben. Habe ich alles übersehen? Und wir haben uns zum Glück unsere Reichweite geupdatet. Oh ja. So, jetzt... Jetzt können wir das Ganze nochmal machen. Die halten ja gar nicht so viel aus, diese ekligen. So, den hätten wir auch. Dann haben wir auch gleich das Medipack eingesammelt. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz im Inventar und auch ein bisschen Munition. Jetzt können wir es auch mit diesem Typen da aufnehmen. Ja. Die sind immer ganz lustig, sind halt echt gefährlich, aber man muss halt echt nur treffen und dann hat man's. Oh, den hätte ich später töten sollen. Weg da, weg da, weg da! Ach. So, heilen wir uns mal wieder. Mal jetzt die Bank. Ich hoffe, das Ding hat schon ein paar Ressourcen gefunden. Oh, Alter! Jetzt kommen diese widerlichen Spinnviecher wieder. Jetzt. Ah! Stirb! Also man hat ja auch diese Kinder durch Hunde ersetzen lassen und das ist jetzt... Diese kleinen Krabbler gab es zwar auch, aber die sind früher echt nur an einem hochgekrabbelt. Das ist jetzt aber echt neu, dass die halt so Leichen wiederbeleben. Und da gab es halt in den Vorgängern noch die Motte. Und die war eigentlich noch wesentlich ekliger, so vom Look her. Und dieser ganze Prozess, wie sie Leichen belebt war, weiß ich gar nicht, warum die jetzt ersetzen lassen hat. Finde ich ein bisschen schade, weil die Motte war so richtig eklig. Die fand ich mit am widerlichsten.
Die Crew ist mal wieder panisch. Das ist eigentlich immer in allen Textlogs so, dass die Crew irgendwie sich wundert, was gerade abgeht. Und mal gucken, was jetzt auf der Bank so... Wir haben ja auf jeden Fall, können wir unsere Feuerrate erhöhen. Ja, Feuerrate. Verbesserte Waffen mit Upgrade-Platinen. Feuerrate hinzufügen, 1, genau. Da haben wir nix. Waffen herstellen. Das kapiere ich immer nicht. Herstellen, ja. So, wir haben auf jeden Fall diesen schweren Standardrahmen. Und uns fehlt eigentlich nicht mehr viel. Speicherort aus, wir haben einen Slot. Jetzt haben wir die Waffe, jetzt haben wir unsere erste eigene Waffe erstellt. Da fehlen noch ein paar Teile, um die zu komplettieren. Ich weiß jetzt echt nicht, was die macht, ne? Hergestellte Waffe. Naja, kann es sein, dass wir schon einige hergestellt haben? Achso, naja, nee, das ist ja bloß unser Plasma-Cutter. So. Jetzt haben wir mal unsere Scorpion da oder was auch immer, das ist abgelegt. Was macht die denn? Ja, so ein bisschen cutten. Okay. Müssen wir mal sehen, das sieht ein bisschen komisch aus. So, wir dürfen sie gleich mal ausprobieren. Okay, ist so eine Art Pumpgun, ne? Ja, das ist so ungefähr, könnte man es sehen. Gegen diese kleinen Viecher müsste man so einen Flammenwerfer. Mal gucken, wann man den wieder kriegt. Bugstation. Aber gegen so ein Vieh ist diese Waffe hervorragend. Ah Mist, die macht gar nichts. Die macht gar nichts, außer... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das überleben wir nicht. Ja, die Waffe ist total sinnlos, die wir da gebaut haben. Die ist total sinnlos. Ah, da lag noch ein Medipack, okay. Ja, was ist denn das für ein Scheiß gewesen? Das ist, die hat bloß Luft ausgestoßen, um Gegner zurückzustoßen. Das braucht, da braucht man doch nicht extra eine Waffe dafür. Also nehmen wir mal wieder die. Vermittler Tesla-Strahl mit Strahlenkanone. Ist schon besser. So, jetzt haben wir hier... Boah, das sieht ja fett aus.
Eine Shotgun und eine Energieschrankkanone. Jetzt probieren wir diesmal das aus. Und den Plasma-Cutter. So, hoffe ein neues. Diese Dinger versprühen nämlich diese kleinen Krabbler da, sobald sie sterben. Oh ja, lass es raus. Hey, wie geht denn das? Ach so. Irgendwie ist das Teil auch sinnlos. Was zur Hölle? Hey, wo ist denn das? Ach, kapier das einer mal. So. Ah, das kann ja doch was. Weg, weg, runter, 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 runter. So, jetzt haben wir so eine etwas umständliche Waffe, die aber durchaus was kann. Ne? Also, die ist längst nicht so sinnlos wie die andere. Aber ist halt nicht immer praktisch, sowas. Burgstation, Mittelstation, Achterstation. Wir müssen jetzt zur Achter. Das ist also auch noch ein ganz schönes Stück. Ah, wir fahren da mit dem Zug hin. Das ist ja wieder wie in Teil 1, weil das gab es in 2 nämlich nicht. Oh! Trenn die Gliedmaßen ab! Ey, woher kommst du? Oh, jetzt muss auf die E-Taste hämmern, ja. Oh mein Gott. Ring fertig. So, sicherheitshalber immer noch mal drauf kippen. Hier war doch eine Stasi-Station, die ist noch nicht aufgeladen. So, was kann man denn trotzdem hier machen? Terra Nova, Bahndienst. In Gebrauch. Okay. Zugkollision registriert. Bitte melden Sie sich bei Cargo Operations, um das Hindernis zu beseitigen. Bahn ist also noch blockiert. Was blockiert das Bahnsystem? Cargo-Ops sollte in der Nähe sein. Man kann die Schienen von dort aus sehen. Danke, Bucker. Sieh mir das mal an. Wo muss man denn da lang? Ah, durch die Tür. So. Diese Mistviecher, ich hasse die. Ohne Flammenwerfer kann man halt nichts gegen die machen eigentlich. So, V2.
Fortschritt gespeichert. Oi. Selbst das Vieh gab es im zweiten Teil gar nicht mehr. Ey, das Ding haut rein, also... Ist wie gesagt nicht so ganz praktisch, aber... Macht Bums. Was ist denn das jetzt? Geile Scheiße. Okay, ich sehe das Problem jetzt. Wow. Frachtstücke auf den Schienen vergessen. Kannst du sie wegräumen? Sollte ich schaffen. Ich komme so oder so zu diesem Shuttle in der 8. Sektion. Oh Gott, was ist denn das schon wieder? Ja, wir müssen die Teile drehen. Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, also ich kann sie bloß hier so rumdrehen, was anderes passiert da nicht. Verstehe ich, das ist schon wieder so ein Dead Space-Rätsel, das ich nie kapiere. Mal ganz ehrlich, also... Ich kann nicht mal... LOL. Da steht nirgendwo, dass ich die Leerstaste drücken soll, ne? Ganz wo steht das? Das stimmt aber jetzt anscheinend auch nicht. Wie hätte er es denn gerne? Komisch. Also so ganz verstehe ich das mal wieder nicht, weil ich keine Ahnung habe, welchen Sinn das jetzt ergeben soll. Ja, die mussten einfach nur zusammenpassen. Das ist ein bisschen Puzzlespielen. Ja, Dead Space ist immer voll von solchen Spielereien. Mann, ich hatte es doch gerade. Ja. Tolles Minispiel. Ja. Großartig. Das ist immer unnötig. Das bremst das Spiel so.
Das ist vor allem so Kindergartenquatsch. Ist nicht mal wirklich logisch gemacht. Jawohl. Na, wie viel müssen wir denn noch von dem Scheiß machen? Ah, ich kann es mir schon denken hier. Jupp. So. Oh Gott, nochmal. Oh, da ist irgendein Vieh drin. Na, okay. Störung registriert. Biologische Anomalien vorhanden. Bitte Vorsicht walten lassen. Hindernis beseitigt. Normaler Zugverkehr wird wieder aufgenommen. Alter, das war so klar. So. Oh Gott, jetzt kommen sie ja alle auf einmal. Ah, scheiße, Leute, scheiße, scheiße, scheiße. Wir müssen hier raus, wir müssen hier raus, wir müssen hier raus. Nur, nur genau. Nur, ne. Tür zu, Tür zu, Tür zu. Oh Gott. Hier läuft nicht alles ganz rund. CMS Terranova. Cargo Ops. Ja, da sind wir. Tucker Edwards, könntest du zu Cargo Ops kommen? Ich bräuchte bei den angelieferten Cryokisten mal deine Hilfe. Hey, Tuck. Wir sind jetzt hier in einer neuen Abteilung, weil irgendwie ist was abgestürzt. Aber die Bahn haben wir zumindest hingekommen. Und dann müssen wir wieder zurück zu der Bahnstation, wie auch immer. Und das können wir dann in der nächsten Folge machen, Leute, denn eine halbe Stunde ist wieder rum. Das heißt, die Folge ist vorbei. Ob wir zur Bahnstation kommen und alles, seht ihr dann in der nächsten Folge. Und danke, dass ihr zugesehen habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.